just because they're doing nothing. Well, that's an excuse to be lazy. All the lazy things live a long time. You could bite me and eat me. Yeah. He outweighs me like 5 to 1. Crazy nose. Look at this, like, Tony. The fridge makes so much heat. The end of the zoo? It's radiated. Yeah, I think so. The end of the zoo. So, wir sind jetzt hier im Open Cut einer ehemaligen Goldmine, gar nicht so weit weg von Dubbo. Momentan gibt es noch nicht so viel zu sehen. Altes Metall, Dampfmaschine vielleicht. Go. Peake Gold Mine. Wenn du rüber guckst, da ist, glaube ich, ein Goldminenloch, wo sie alles abgeschöpft haben. Sieht ein bisschen aus wie der Peaceberg in Osna. We're in Parks at the Radio Telescope. Having a short look. Wow. Impressive. That is absolutely amazing. I can't even believe. Yeah, it's a pretty long distance. We're like 200 feet apart. Yeah. That's Eric. Hi, wir sind jetzt hier, wie ist das, Tobi? Keine Ahnung. Ich hab's auch schon wieder vergessen. Auf jeden Fall an einem sehr schönen Ort in Grenfell. Yeah, that was the name. An einem See und wir machen gerade Feuer. Wir wollen gleich was essen. Sehr, sehr angenehm hier. Ich habe schon ein paar Bienenfresser gesehen. Hab versucht ein bisschen zu angeln. Ging leider nicht, war nichts im See drin. Aber Tobi und Eric waren schwimmen. Valerie hat sich ein bisschen ausgeruht und jetzt machen wir unser Daily Business. Doch hier ausruhen. Oh no. Ja, also Sebastian hat ja gerade schon gesagt, dass wir an einem wunderschönen See sind, campen mal wieder. Aber es sind schon wieder zwei unglaubliche Sachen passiert. Erstens ist hier eine Magpie, die uns schon die ganze Zeit erneut hat und hier immer vor den Van gekackt hat. Ist bei uns ins Vorzelt gegangen und als wir alle nicht da waren und wollte wohl unser Essen klauen. Naja, sie hat aber nicht bedacht, dass es nur einen Eingang gibt und ich stand vor dem Eingang und dann musste sie leider gegen die Netze fliegen. Sie hat es aber dann doch geschafft. Und ich habe meine Sachen vorne an den See gelegt, mein Buch und mein Australien-Reiseführer und mein Diary und alles und mein Handtuch. Und dann, als ich zurückkam, habe ich doch bemerkt, hat er wohl drauf gestriezt, der Scheißhund. Naja, gut, war aber nicht so viel. Also ist okay. Schon total voll. Oh shit.
Hi Leute, wir sind hier immer noch in unserem wunderschönen See in Grenfell. Haben wir jetzt hier die Nacht verbracht, hatten gestern ein schönes Lagerfeuer. Heute Morgen sind wir noch ein bisschen baden gegangen. Nach einem kleinen Durchhänger fühle ich mich jetzt auch fit, will jetzt mal eine Tour fahren. Vor uns liegt hier noch ein kleiner Nationalpark und dann wollen wir Richtung Tumut aufbrechen, halt zum Angeln und hoffentlich, dass wir heute Abend alle einen leckeren Fisch genießen können. Ja. Und heute ist unser vierjähriges Zusammensein. Ja. Wow. Wow. The flies are bad. Yeah, anyway. There's not much of them. Und die Damentoilette kann man leider nicht spülen. So, wir sind jetzt hier im Wannon Mountain National Park vor der Seton's Farm. Wollen uns das jetzt mal anschauen. Es ist super, super geiles Wetter. Es ist keine einzige Wolke. Richtig schön warm, sommerlich. Unser Auto ist auch schön geparkt. Naja, halb im Schatten. Ja, auf geht's. Mal gucken, vielleicht sehen wir noch was Feines. How was it? Good. It was Seton's Farm. Aus zweiter Hand Eisen und Schlamm wurde sie gebaut. Ich bin Eric. Baum. Ich bin Eric. Wir sind jetzt hier in Gundagai, fahren gerade nach Tumut.
muss sagen, wunderschöne Gegend hier mit, soll man es beschreiben? Also wenn man irgendwie sich so eine Werbung für Weintäler oder so vorstellt oder für Hügel, dann wäre das hier der perfekte Ort. Also richtig atemberaubend. Schönes Wetter haben wir, sehr angenehm, nicht mehr so heiß wie weiter nördlich. Und ja, hoffen wir mal auf einen schönen Abend, dass wir uns heute Abend auch selbst belohnen können mit ordentlich Fisch. What time are we supposed to meet up with Ian? 6? We're fishing pretty late. We're at the fishing grounds south of Tumut. 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 And the sun sets here at 3:30, so we miss the sun. Because the hills are so high. Do you think it goes this way? You can go wherever? No, no. Like down, but it's a little too. I think you're being filmed. Oh. Erzähl deine Geschichte. Meine Geschichte? Ja, wir sind hier ja zu einem netten Angelausflug hingefahren. Ich bin heute Morgen um 5:30 aufgestanden, bin ein bisschen angeln gegangen, es war sehr spaßig, hatte auch ein paar Bisse, leider keine Fische. Dann bin ich mit Ihnen und den anderen Jungs weitergefahren. Wir wollten dann einen kurzen Angeltrip machen, um dann wieder hier hinzukommen. Aber leider hat es sich zugetragen, dass meine Angel ins Wasser gerutscht ist. Ich hinterher in die eiskalten Fluten, konnte sie nicht retten und jetzt ist der Angeltrip leider vorbei. Die anderen sind noch am Angeln. Ich hätte gerne auch hier mit Tobi und Valerie und Eric ein bisschen geangelt, aber ohne Angeln geht das halt leider schlecht und deswegen ist für Angeln jetzt erstmal die Saison gestorben. That's it.